Lilo, wer jetzt meint, er wäre versehentlich auf dem Kanal von Semper Video, ja? Kleines Bild in der Mitte, blau an der Seite oder ein Sprecher, den man nicht sieht. Nein, seid ihr nicht. Ihr seid ja richtig. Wir sind hier auf einem 14-Zoll-Monitor auf unserem Dell Dimension 1100. Hatte ich schon mal ein Video gemacht und da lief ja Ubuntu 14.04 in der Standardversion nicht. Ne? Ging nett. Ne? Jetzt habe ich da die aktuelle PC-Welt Linux. Da sind sämtliche Ubuntu-Versionen drauf von Ubuntu 14.04. Zum Beispiel auch Lubuntu. Ja? Und da wollen wir mal gucken, wie das jetzt performt. Ihr seht, der Start war fix. So. Gut. Und wir sehen, es bootet fix hoch. Jetzt dauert es einen Moment, dann haben wir das mal richtig schön auf dem echten System. Ich habe es also richtig installiert, deshalb hat es jetzt ein bisschen länger gedauert. Der Rechner ist halt nicht schnell, hat nur einen Prozessor und dann ist das Ding hochgestartet. Hier unten habe ich mir in die Startleiste, falls ihr das nicht sehen könnt, hier unten in die Startleiste noch so eine CPU-Auslastungsmonitor-Geschichte reingemacht, damit man mal sieht, wie schnell was ist. Lubuntu sehr schön läuft, sehr, sehr fix, finde ich. Ja, finde ich richtig gut, obwohl das Ding nur eine Festplatte hat. Was ich auch gut finde, habe ich direkt gesehen in den Systemwerkzeugen. Wir haben Synaptic standardmäßig drin. Synaptic Paketverwalter muss man sich sonst nachinstallieren. Und das Lubuntu Software Center ist nicht identisch mit dem Standard Ubuntu Software Center. Der Unterschied ist, keine Werbung, keine Werbung, keine Werbung. Wir sind quasi barrierefrei von Werbung. Ja. Sehr schön, gut. Sehr schön, kann man sich richtig schön durchziehen. Das ist mal wieder richtig entspannend. Ne? Wir haben auch nichts mit Amazon oder sonst was. Also ich meine, ich habe nichts gegen Amazon, aber ich muss es nicht standardmäßig drin haben. Ne? Ja, ich brauche nicht unbedingt standardmäßig Angry Birds auf meinem Smartphone. Aber wenn es halt drauf ist, ist es drauf. Also hier ist jedenfalls kein Amazon standardmäßig drauf. Und das finden einige gut. Hier haben wir auch kein Unity. Ne? Da hat man noch ein klassisches Panel. Büroanwendung war LibreOffice zunächst nicht dabei, habe ich mir jetzt nachinstalliert. LibreOffice, ne? Könnt ihr über das Lubuntu Software Center. Wie gesagt, das Ding hier unten, immer die Prozessauslastung mal beobachten, läuft fix und schmerzfrei. Ja, fix und foxy. Reagiert schnell, sieht gut aus. Obwohl ich hier nur einen 14-Zöller habe, ne, kann ich da wunderbar mitarbeiten. Gut, was habe ich gesehen? Webbrowser, Internet, Firefox habe ich drauf. Mir ist aufgefallen bei YouTube, ne, wenn ich YouTube anwähle, braucht das Ding ein bisschen länger. Aber ihr seht, ich kann jetzt nochmal im Internet surfen. So, ja. So, youtube.de. So, jetzt gehe ich mal da drauf. Also ich habe mich da jetzt nicht eingeloggt mit meinem Benutzernamen und man sieht nichts. Was ich hier zeigen wollte, ist die entsprechende Auslastung. Seht ihr, wie die Auslastung hier im Moment läuft? Kann ich vielleicht mal woanders nochmal zeigen. So. Obwohl ich hier eigentlich gar nichts mache. Ne? Der sogenannte Plug-in-Container braucht schon 50% meiner einzigen CPU nur für ein statisches Bild. Ich habe noch gar nicht das Video abgespielt. Na, aber ihr seht, ich kann das ganze Ding schmerzfrei benutzen. Wir haben Help About Firefox, die Version 28, also aktuelles Betriebssystem auf einem PC, Baujahr 2005 mit nur einer CPU. Prima. Ihr habt gerade vielleicht schon gesehen, ich habe mir mal spaßeshalber als Referenz das Spiel Sauerbraten, so ein Ego-Shooter installiert, der ist schon etwas älter, läuft aber so ziemlich auf jedem PC. Bei den Optionen kann man dann noch einstellen, ja, wie schnell und wie langsam. Ne? Da habe ich, glaube ich, nur eins geändert. Die Quality auf Medium oder so, auf Low. Ne, hier die Texturen auf Low. Ne? Geht aber. Ne? Gut, mit Escape kann man wieder zurück. Und Escape Campaign Level 9. Nur mal zum Vergleich. Ne? Und ich bin hier nicht im Vollbildmodus. Den kann man natürlich auch noch einschalten. Ne? Wie gesagt, nur eine CPU. Baujahr 2005, ein etwas älteres 3D-Ego-Shooter-Spielchen
Und ich nehme das einfach nur als Referenz, weil ich das schon öfters in anderen Videos mal gezeigt habe. Gut, bis der mal so lädt, können wir mal gucken. Standardmäßig hätten wir nämlich nur AbiWord Numerik drauf. Ne? Das langt vielleicht einen auch und vielleicht brauchen einige gar nicht irgendwelche Textverarbeitung. Da habe ich mir LibreOffice nochmal, wie gesagt, installiert. Audacious haben wir hier drin als Media Player. Sehr gut. Brennprogramm dabei. Webcam-Programm ist direkt mit installiert. Was haben wir sonst noch? LX-Terminal haben wir hier zum Beispiel als Terminal-Anwendung. Jetzt gehen wir mal auf TOP Top Enter. Dass wir mal gucken, was hat denn jetzt die höchsten Belastungen, wie auch immer. Gut, können wir gleich mal drauf gehen. Gut, also ich kann hier mit dem Cube rumrennen. Funktioniert. Ihr seht, obwohl das Ding nur eine CPU hat, die ist natürlich vollends ausgelastet. Kann ich das Spiel trotzdem benutzen. Es kommt auch immer darauf an, wie viele Leutchen mir gerade so entgegenkommen. Ja. Wie gesagt, PC, Baujahr 2005. Normalerweise stellen die Leute sowas schon in Müll oder verschenken es an ihre Kinder. Und wenn die sagen, ja, mein Kind will doch nur ein Spiel spielen, geht das normalerweise gar nicht, weil Spiele extrem viel CPU normalerweise brauchen und wie auch immer. Deshalb, also es geht auch so. Ne? Also, ja. Ein paar Einstellungen in dem Spielchen gemacht, das ist jetzt nur mal so als Referenz und man kann da locker flockig ein Jump and Run spielen und kann sich da von irgendwelchen Viechern fressen lassen. Gut, jetzt gehe ich da mal wieder raus, Escape, raus, Disconnect, Quit, gut. Hintergrund, gewöhnungsbedürftig, wie gesagt, dann beruhigt sich das Ganze hier wieder, ne? Wenn wir uns das mal anschauen von der Prozessorauslastung, ne? Also hier unten, vorher war er voll ausgelastet, jetzt ist wieder alles sehr schön in Ruhe. Was haben wir sonst noch? Wir haben einen anderen, was habe ich gesehen, einen anderen Dateimanager. Wo ist er dann? Dateimanager PCManFM. So, und den finde ich auch richtig schön gemacht. Sieht doch hübsch aus. Ne? Also besser als diese Gnome-Icons, obwohl die sich mittlerweile auch schon gebessert haben. Ne? Schreibt die schön. Was ich hier faszinierend fand, dass die Anwendungen auch über den Dateimanager zu sehen sind. Ne? Zum Beispiel könnte ich auch hierüber in die Spiele reiten. Ne? Das ist doch mal eine gute Idee. Ne? Das ist doch nett, so Systemwerkzeuge. Ne? Benutzer und Gruppen haben wir hier. Benutzer und Gruppen. Gruppenverwaltung haben wir wieder. Sehr schön, Gruppenverwalten, sehr schön, ne? Zum Beispiel VBox-Users oder sowas wäre da mal schön, ne? Sowas hinzufügen. Wer das vielleicht kennt, ne, müsste ich jetzt mein Passwort eingeben, die Gruppe VBox-Users und fertig. Ne? Wer zum Beispiel VirtualBox benutzt, der weiß, ohne die Gruppe VBox-Users kriegt man keinen USB-Stick zu laufen in VirtualBox. Sieht man auch toll, ne? Also Aktualisierungsverwaltung, wunderbar. Auch haben wir den GDebi-Paketinstaller. Wenn ihr mal ein externes Paket installieren wollt, was nicht aus den offiziellen Paketquellen drin ist, ist zwar nicht sicherheitstechnisch der letzte Weisheit, letzter Schluss, aber hat man da. Ne? Gut, würde ja dann auch zum Beispiel Linux Mint hat ja auch sowas schon mit drin. Ne? Und deshalb benutzen auch viele, weil geht. Systemprofiler im Benchmark. Gucken wir mal, was wir für ein System hier hatten. Summary. Intel Celeron CPU mit 2,53 GHz, 2 GB RAM. Im Moment benutzt 194 MB, aber ansonsten beim Start etwa 100 MB. Ubuntu 14.04 LTS, aber wie gesagt, Lubuntu-Version. Und Display habe ich hier 1024x768 Pixel. Was hier durchaus von Vorteil sein kann, dann braucht ja die Grafikkarte nicht so viele Punkte darstellen. Benchmarks könnte man, also CPU. Lowfish, ne, da soll man dem Fisch einem eher, jetzt hätte ich bald was gesagt, ne. So, was haben wir sonst noch? Transmission, was ist das denn hier? Sylphheat. Ach, das ist ein E-Mail-Programm. Sylphheat. Gut, da würde ich mir vielleicht Thunderbird installieren, Mailbox erstellen, Vulp,
Man muss ja nichts Schlechtes sein. Die haben alle so spaßige Namen da, ne? Bei Linux. Ne? Ja, wollen wir abbrechen? Wir wollen es brechen. Sylp. Sylp Heat. Hilfe, was ist das denn für ein Ding? Sylp Heat aus Japan. Auch nicht schlecht. Deshalb heißt es so komisch. So, aber wie gesagt, Thunderbird kann man sich nachinstallieren. So, hier hat man dann noch so einen kleinen Benchmark, kann man auch da mit der FPU und so weiter machen. Kann man damit kurz mal einen Benchmark machen. Sehr schön. X-Term haben wir oder UX-Term. Terminal-Simulation haben wir drin. Je nach Lust und Laune Drucker haben wir Datum, Zeit, ist klar. Startmedienhersteller ist mit drin, ne, wenn ihr einen USB-Stick erstellen wollt. Ihr ladet eine ISO-Datei runter und wollt dann mal schnell einen bootbaren Stick machen. Und gut, zurück komme ich immer. Aha, sehr schön. Also finde ich ganz gut. Gut gemacht. Ne? Kann ich jetzt eigentlich mit Steuerung und Rollrad nach vorne größer machen? Nee. Macht er nicht. Macht er nicht. Ansicht, dann muss ich ja vergrößern. Steuerung plus. Ne? Steuerung plus müsste ich drücken. Also Steuerung und Mausrad nach vorne. Aber ging nicht. Ne? Steuerung, Mausrad. Nee. Rollrad, Maus nicht. Aber macht ja nichts. Geht ja auch so. Ja, hier, ich kann die Ecken schön ziehen. Ne? Bei Xubuntu habe ich da momentan Schwierigkeiten. Bei Lubuntu scheint zu funktionieren. Da haben die irgendwas umgestellt von GT2. Ich mache mal irgendein Programm, LibreOffice. Gucken, kann ich da an den Ecken ziehen? Ja, hat es da Ecken? So, da oben kann ich dran ziehen, geht. Da kann ich dran ziehen, geht. Untere Ecke ziehen, geht auch. Und wenn ich irgendein anderes Mal, also es geht mir nur, kann man die Fenster einfach bedienen. Das ist unter Xubuntu eine Quälerei. Sei denn, man hat Compis installiert, mit dem 3D geht's wieder, ne? Dann hat er seine eigenen Fensterdekorationen. Gut, alles klar. Uname minus A LSB unterstrich Release. So dunkel beim Wohnzimmer, gucken wir die Tasten immer. Dunkles Wohnzimmer. Ubuntu 14.04 LTS Trusty Tar, aber in der Lubuntu. Es gibt natürlich, wie gesagt, dann viele Versionen auf der PC-Welt, beziehungsweise Linux-Welt heißt es ja mittlerweile, und dann könnt ihr ja mal gucken, was bei euch am besten rennt auf alter Hardware. Ich hoffe, hiermit geholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.